Herzlich willkommen nochmal zum 107. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und auch vor Ort seid. Wie gesagt, wir haben das erste Mal SpeakerInnen richtig vor Ort wieder und das freut uns sehr hier in der Seabase, dass es mal wieder halbwegs voll ist. Und genau, der Hashtag für heute Abend lautet NPA107, falls ihr Lust habt, euch im Internet einzubringen. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn es Fragen oder Anmerkungen auf Twitter oder auf YouTube gibt. Unser Programm für heute Abend sieht so aus. Und zwar haben wir als erstes eine netzpolitische Diskussion zu Corona-Tracing-Apps mit Markus Hoffmann, Marvin Wiesfeld, Elisa Lindinger und Rainer Rehag. Danach kommt ein Trailer für einen Dokumentarfilm, und zwar Gefangen im Netz. Dieser wird dann im Anschluss von Henriette Ahrens vorgestellt. Und zu guter Letzt gibt es noch Dogs for Democracy. Super. Vielen Dank, Paula. Und hallo zusammen hier wieder auf der Seabase. Es ist wirklich ein ganz neues, altes Gefühl. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit meinen drei Mitdiskutanten. Es ist fast eine Plattitüde, aber es ist einfach wahr. Im letzten Jahr hat sich die digitale Transformation, der digitale Wandel nochmal beschleunigt. Und der Grund dafür ist natürlich die Covid-19-Pandemie. Die Politik in Deutschland betrachtet alles Digitale immer noch sehr als ein Wirtschaftsthema. Also wo es darum geht, neue Produkte zu fördern und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und die Pandemie hat aber in dieser Betrachtungsweise auch Fehlstellen aufgezeigt, wie ich finde, sehr frappierend. Und zwar in den Fundamenten der digitalen Welt, die nicht so sehr der Allgemeinheit gehören und von ihr mitgestimmt und mitentwickelt werden, sondern gerade privatisiert sind, proprietär betrieben werden. Und das ist genau das, was uns fehlt. Das sind grundlegende Technologien und auch Dienste, die darauf laufen, die im öffentlichen Interesse entwickelt und betrieben werden. Also Dienste, mit denen wir sowas wie die digitale Grundversorgung leisten können, die Datenschutz von vornherein mitdenken, die man dann nicht erst mühselig einfordern muss, die transparent funktionieren und so weiter. Ja, und nach über einem Jahr Pandemie und digitalem Holterdiepolter, wenn man so will, stellt sich zumindest mir die Frage, hat sich der Blick der Politik auf das Digitale jetzt verändert? Sind wir so ein bisschen weg von diesem ganzen Wirtschaftsframing? Gibt es ein Bewusstsein dafür, dass wir so digitale Großprojekte, wie es im letzten Jahr ja einige gab, die am Ende die ganze Gesellschaft betreffen und auch fast so etwas wie einen Nutzungszwang mit sich bringen, nur mit hohen Ansprüchen an die Offenheit, an die ganzen Funktionsweisen, dass man die nur damit umsetzen kann? Ja, und wenn nicht, was können wir denn daraus lernen, an dem, was im ganzen letzten Jahr so schief lief und was muss sich ändern und wie können wir das erreichen? Und um genau das zu diskutieren, haben wir uns ein konkretes Anwendungsbeispiel rausgesucht, nämlich die sogenannte technikgestützte Kontaktnachverfolgung. Und unter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich nichts anderes als das, was die meisten von euch wahrscheinlich mit der Corona-Warn-App verbinden werden. Und wenn ich sage wir, dann sind das heute nicht nur ich, Elisa Lindinger von Superlab, sondern hier sind auch... Hallo, ich bin der Marvin, ich bin der Entwickler von MicroG, das ist ein System, um Anwendungen auf Google-freien Android-Geräten zum Laufen zu bringen, insbesondere auch die Corona-Warn-App. Ich bin Markus, ich entwickle an freien Android-Apps, insbesondere im Bereich der dezentralen Kommunikation. Und das letzte halbe Jahr, ein bisschen mehr oder so, haben wir eine App namens Corona Contact Tracing Germany oder CCTG entwickelt, die Corona-Warn-App aber ohne Google nachgebaut hat. Dankeschön. Also mein Name ist Rainer Rehag und ich habe also eine Gruppe inklusive mir, wir haben, das war so eine Gruppe aus Leuten aus dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, dem FIF. Wir haben letzten April eine Datenschutzfolgenabschätzung für die damals noch als Idee umschwirrende Corona-Warn-App gemacht. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, wie sich so der Kreis zwischen uns hier allen schließt.
Genau, und wir hatten so ein bisschen dieses ganze technikgestützte Kontakt-Nachverfolgungsdingens rausgesucht, weil es wirklich ein gutes Beispiel ist, dass ganz viele Aspekte der unterschiedlichen Digitalprojekte aus dem öffentlichen Raum oder aus der öffentlichen Hand zusammenfasst. Das eine ist, dass es erschreckend wenig Vorarbeiten gab aus öffentlichen Projekten, also aus Open-Source-Projekten und vieles mit proprietären also auf proprietärem Code oder mit wirtschaftlichen Unternehmen quasi umgesetzt werden musste. Obwohl es so wenige Vorarbeiten gab, musste das Ganze sehr schnell passieren, um überhaupt irgendeine Art von Effekt zu erzeugen. Und gleichzeitig ist es aber auch notwendig, dass das Werkzeug, die App, am Ende genutzt wird, also dass die eine breite Durchsetzung erfährt, damit überhaupt eine sinnvolle Kontaktverfolgung stattfinden kann. Und damit sie akzeptiert wird, damit sie genutzt wird, braucht es Vertrauen von den Leuten, dass die die App auch installieren wollen, dass die das Gefühl haben, das bringt was, dass die das Gefühl haben, ihre Daten werden da nicht irgendwie ausgeliefert. Und natürlich muss sie auch auf unterschiedlichen Plattformen funktionieren. Also sie kann nicht nur auf den auf 10% der neuesten Geräte laufen, denn dann ist eben diese notwendige Quote nicht erfüllt von Installationszahlen. Und dem gegenüber steht so ein bisschen die Reichweite der Anwendung, und da wird Rainer gleich noch weiter drauf eingehen. Da wird ja auf eine relativ neue Art und Weise Daten gesammelt. Also das sind zum Teil Gesundheitsdaten, das sind vor allem Kontakt, indirekt auch Bewegungsdaten. Die werden massiv gesammelt, irgendwo bereitgestellt. Das war ja alles auch eine Debatte, ob wir einen zentralen Ansatz oder einen dezentralen Ansatz bei dieser App verfolgen, der ganz lange über Twitter ausgefochten wurde. Wir haben im Ausland gesehen, dass es zentrale Ansätze verfolgt wurden, die dann relativ schnell den Bach runtergegangen sind, aus verschiedenen Gründen, auf die wir noch eingehen werden. Und als dann klar wurde, dass in Deutschland der dezentrale Ansatz verfolgt werden soll, war die Frage, geht das denn nur mit Google und Apple? Und da würde mich jetzt interessieren, Rainer, so aus eurer Warte mit der Datenschutzfolgenabschätzung, wie schnell kamt ihr denn an diesen Cliff Google oder Apple und wie habt ihr deren Rolle so wahrgenommen? Also wir haben ja, vielleicht um ein bisschen den Kontext mal einzuleiten, diese Datenschutzfolgenabschätzung, die haben wir im April letzten Jahres gemacht, und damals gab es ja noch keine direkte, konkrete Idee. Das war noch die Diskussionszeit, wo es um dezentral-zentral ging. Und auch die Frage, was ist mit dem Quellcode und kann man da nicht reingucken und warum ist der noch, also welche Forderungen sollte man an so eine App überhaupt stellen? Dann haben wir uns ein paar Ideen angeguckt und haben gesehen, dass die Diskussion selber sehr aus unserer Sicht eingeschränkt stattfand. Also die Frage irgendwie, ob das jetzt mit Apple oder Google macht, die stand da noch gar nicht so richtig im Raum. Da war erstmal nur so grundsätzlich, wie ist denn das mit Datenschutz und IT-Sicherheit, was ja leider, vielleicht Klammer auf, auch meistens verwechselt wird, gerade so im Techie-Umfeld. Vielleicht kann man dazu kurz sagen, IT-Sicherheit schützt halt die Daten und Systeme der verarbeitenden Organisationen, IT-Sicherheit, und Datenschutz schützt die Betroffenen vor der verarbeitenden Organisation. Und da haben wir dann gesagt, naja, dann machen wir halt so eine Datenschutzfolgenabschätzung und haben uns eigentlich erstmal nur auf die Funktionalität bezogen. Und ja, so ein bisschen, doch, Apple und Google war schon in der Diskussion, aber ich glaube, die meisten in der Diskussion haben noch gar nicht abgesehen, welche Rolle das spielen wird. Und das haben wir in der Datenschutzfolgenabschätzung auch sozusagen bei den offenen Fragen auch thematisiert. Welche, also dass sich da in einem wesentlichen Teil auf eine sozusagen unkontrollierte Infrastruktur verlassen wird, die in der Diskussion keine große Rolle spielt. Und wie hat sich das dann entwickelt, als klar war, dass auf einen dezentralen Ansatz gesetzt wurde? Es ist ja verpflichtend, wenn ich das richtig verstehe, nach der Datenschutzgrundverordnung, dass so eine Datenschutzfolgenabschätzung von den, was für ein Wort, von den entwickelnden Institutionen eben auch im Vorfeld gemacht wird. Also erstmal, hat das dann stattgefunden und wie sind die dann mit dem Thema umgegangen?
Also das ist tatsächlich sehr, sehr witzig gewesen, so, auch für uns. Also Datenschutzfolgenabschätzung ist verpflichtend für, da gibt es so 9 Kriterien und wenn 2 erfüllt sind, dann ist sie verpflichtend. Also sozusagen Art und Umfang der Datenverarbeitung muss besonders sein oder eine neue Art der Verarbeitung, innovative neue Methoden verwenden. Also sowas wie eine nations- oder kontinentweite Kontaktnachverfolgung ist jetzt erstmal ein innovativer neuer Ansatz und deswegen war das dann notwendig. Artikel 35 DSGVO ist das. Und methodisch geht man da so vor, dass man zuerst so den gesellschaftlichen Hintergrund klärt, welche Akteure und welche Interessen gibt es da. Dadurch ergeben sich ja die Risiken überhaupt erst. Dann macht man so ein paar Use Cases und dann wird der Verarbeitungszweck selber festgelegt. Das ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob der Zweck ist, zum Beispiel Kontaktketten zu unterbrechen. Oder ob zum Beispiel der Zweck ist, ein Gesetz einzuhalten, wie bei Luca zum Beispiel. Das ist ja kein epidemiologischer Zweck, sondern da soll ein Gesetz eingehalten werden. Dann wird so eine rechtliche Bewertung gemacht, wo dann Verantwortlichkeit geklärt wird, wer ist verantwortlich für die ganze Datenverarbeitung. Dann gibt es eine Analyse von Schwachstellen und Risiken für Betroffene. Und Risiken heißt immer Risiken für die Grundrechte, und zwar für alle Grundrechte. Und zum Schluss gibt es eine Beschreibung von Schutzmaßnahmen und eine Beschreibung der Risiken, für die keine Schutzmaßnahmen existieren in dem Vorschlag. Das ist das methodische Vorgehen. Und wenn man sich jetzt die offizielle Datenschutzfolgenabschätzung der Corona-Warn-App anguckt, die 10 Stunden, glaube ich, vor dem Release der Corona-Warn-App selber erst sozusagen aufgetaucht ist, dann wurde da methodisch überhaupt nicht so vorgegangen, wie man das eigentlich macht. Und da gibt es auch genug, Standarddatenschutzmodell, auch Working Papers dazu, wurden nicht gemacht. Und wenn man dann, um jetzt direkt auf die Frage zu kommen, welche Rolle spielen Apple und Google da, stand da halt drin, ich paraphrasiere mal jetzt, ein wesentlicher Teil ist zwar Apple und Google, aber weil es dazu keine Alternativen gibt, ist das halt so und deswegen brauchen wir auch die Risiken nicht weiter zu analysieren, weil wir eh keine Alternative haben. Und das ist neben den methodischen Fehlern da natürlich ganz fatal, weil eigentlich eine DSFA würde an der Stelle sagen, das ist ein nicht behandeltes Risiko, was machen wir damit? Und das wurde da nicht getan. Und das ist genau das Riesenproblem, warum diese DSFA eigentlich, also einer aus unserem Team hat das genannt, das ist eine Marketing-DSFA. Das ist eine, die man hat, damit man sie hat, aber die nicht wirklich im Sinne von Datenschutzanalysen diese Fragen behandelt. Aber es ist auch schon beachtlich, dass da offensichtlich drin stand, es geht ja gar nicht anders, also dass es so weggewischt wird mit so einem Halbsatz. Und wer so ein bisschen die Medien verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass, ich glaube, es war so November rum letzten Jahres, auf einmal einem kleinen gallischen Dorfe gleich ein Team von softwareentwickelnden Leuten das Unmögliche möglich gemacht hat. Und 2 davon sind heute hier. Und mich würde mal interessieren, was ist denn eure Motivation gewesen, das zu machen? Und kam das einfach so aus dem Blauen oder arbeitet ihr da schon länger dran? Ich übergebe einfach mal an. Da muss man ein bisschen Vorgeschichte zu erzählen. Als Teil von wie in der Corona-Warn-App dieses System funktioniert, benutzt es eben diese Google Play-Dienste, die ich eben in MicroG nachbaue. Dann, als das dann veröffentlicht wurde, war dann halt auch völlig klar, das schaue ich mir jetzt als nächstes an, das hat für mich jetzt Priorität, ich möchte das auch schnell natürlich erlösen. Andere Sachen, die ich da entwickelt habe, haben teilweise Jahre gedauert, bis die irgendwie produktiv nutzbar waren, aber da ging es dann natürlich schon darum, dass es schnell geht. Relativ früh in der Entwicklung, wo ich das eben nachentwickelt habe, das, was Google tut, ist dann halt zum einen, also mir in der Art, wie ich das entwickle, als Betriebssystemkomponente, so wie es Google auch tut, war halt von vornherein klar, dass das funktioniert. Aber während der Entwicklung ist dann halt auch aufgefallen, dass es auch funktionieren würde, wenn es keine Betriebssystemkomponente ist. Im Juni oder Juli kam erster Kontakt mit jemandem aus der Schweiz zustande, der auch an der SwissCovid App, die ja das gleiche System benutzt, arbeitet, dann kam die Idee auf, dass man das System aus MicroG dann eben heraustrennen kann, um das als Einzelkomponente zu haben, die man dann eben in die entsprechenden nationalen Apps theoretisch mit einbetten kann. Das hat dann, sagen wir mal, bis Oktober gedauert, bis dann da irgendwas war, was man irgendwie mal testen konnte. Und irgendwann haben wir dann halt gesagt, oder habe ich dann halt auch gesagt, so theoretisch funktioniert das jetzt.
Aber ich kann jetzt nicht für jedes Land der Welt sagen, ich mache das. Und hab dann entsprechend auch ganz klar gesagt, so alleine mache ich das nicht. Wer hat denn Bock, da mitzumachen? Oder das mal auch dann auch produktiv in ein ordentliches System zu bauen, damit das eben funktioniert für echte Nutzer und nicht nur in der Theorie. Und da kam dann eben Markus dazu. Und genau, ich hatte mich irgendwie vorher fast gar nicht mit der Corona-Warn-App beschäftigt. Also, dass es die geben soll und dann, dass die diesen dezentralen Ansatz verfolgt, das war schön und gut. Aber wie gesagt, da wurde irgendwie dieser Elefant im Raum oder wie man das sagt, ausgelassen. Das geht halt nur mit Google und irgendwie ist eigentlich die zentrale Komponente proprietäre Software an der Stelle. Und das wurde nicht diskutiert, sondern es gab ja jetzt eine Open-Source-Lösung und alles schön und gut dezentral. Naja, auf jeden Fall hat Marvin dann irgendwann gesagt, so, jetzt gibt es da irgendwie so ein Release, was das vielleicht könnte. Und dann habe ich mir, also dann haben wir eigentlich diskutiert, jemand müsste mal. und dann habe ich mit noch einem anderen Open-Source-Android-Entwickler geredet und der war auch so, naja, irgendwie jemand müsste mal, aber alleine ist das ganz schön viel Aufwand und wir können das ja mal zusammen versuchen, zu zweit oder dann also mit deinem Support an der Stelle wird es vielleicht schon machbar sein. Und dann haben wir halt die Corona-Warn-App genommen und irgendwie die Dependencies da ausgetauscht und das ging dann auch irgendwie schon so großteils und dann waren irgendwie noch ganz viele Edge-Cases, wenn man jetzt MicroG als Systemkomponente hat oder nicht und wenn man die Google-Play-Dienste hat oder nicht oder gar nichts. Das alles zu fixen und dann kam irgendwie 3 Tage Vollzeitaufwand, das ganze Rebranding zu machen und die ganzen Strings zu ändern und das Logo zu ändern und ein Repository aufzusetzen und ein Mastodon-Account und bla bla bla. Ja, und dann ging das eigentlich. Und ab dem Zeitpunkt haben wir halt einfach die neuen Versionen der Corona-Warn-App, die dann rauskamen, verfolgt und immer uns da aktualisiert, also sowohl du mit der MicroG-Komponente als auch dann unser Projekt. Das heißt, ganz kurz eine Frage nochmal, um das zu rekapitulieren. Also es gab diese App, deren App-Code ja nun als Open Source entwickelt wurde und auch geteilt wurde. Das heißt, der war auch zugänglich, der war auch unter einer Lizenz, mit der ihr den quasi weiterverwenden durftet. Aber da steckten quasi ganz viele Bausteine oder Anknüpfungspunkte an proprietäre Google-Bestandteile drin. Und ihr habt da quasi einmal in den Spaten ausgepackt und habt die alle rausgeschaufelt und mit den Bestandteilen, an denen du, Marvin, ohnehin schon entwickelt hattest, quasi nochmal geschaut, wie ihr die so einbinden könnt, dass das nicht nur auf, ich sag mal, sehr nerdigen Telefonen läuft von Leuten, die halt so ganz ohne Google, sondern dass das quasi auch auf einem ganz normalen, vergoogelten Android funktioniert. Also deswegen habt ihr das in die App eingebaut. Ist das richtig oder habe ich da noch was Technisches vergessen? Ja, genau. Also es ist im Prinzip, dass es auf allen Geräten funktioniert, unabhängig davon, ob eben diese Google-Dienste drauf sind. Es gibt auch andere Geräte, wo die Google-Dienste nicht drauf sind, auch ab Werk. Das ist der größte Fall, da der weithin bekannt ist, ist halt die Huawei-Geschichte, die ja seit dem Trump-politischen Gedöns die Google-Dienste nicht mehr in ihre Geräte einbauen dürfen. Die haben tatsächlich dafür eine Ersatzlösung entwickelt, aber damit sind halt die meisten dieser Apps standardmäßig auch ab Werk nicht kompatibel. Genau, und auf denen würde aber auch die CCTG eben wunderbar funktionieren. Und eben auf den Leuten, die sagen, ich habe den Kram runtergepackt, weil ich will den nicht haben. Das sind vielleicht mehr die nerdigen Leute, aber es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, das einigermaßen nutzerfreundlich zu machen. Also ich weiß nicht, ob das Fairphone hier ein Name ist, aber das Fairphone hat die Möglichkeit, dass man wirklich ganz normal im User-Interface sagen kann, so, ich möchte Google hier weghaben und dann muss man durch so einen Installationsprozess durch. Ist nicht das freundlichste, aber es funktioniert wunderbar und dann ist das halt, funktioniert CCTG-Arbeiten trotzdem. Genau, und das, du meintest, dass da ganz viele Komponenten auszubauen waren. Eigentlich war es tatsächlich nur diese eine Abhängigkeit. Es ist diese eine Exposure Notification Framework, wie das damals hieß. Ich glaube, mittlerweile wurde es 3-mal umbenannt oder so, aber ja. Und ansonsten war halt, was halt noch zu tun war, die App steht unter einer freien Lizenz
aber auf die, den Namen und das Logo ist quasi, hat das Robert-Koch-Institut eine Wortbildmarke. Das heißt, wenn wir eine eventuell total kaputte und inkompatible Version davon veröffentlichen, dann müssen wir das unter einem anderen Namen tun und dann unter einem anderen Branding. Und das haben wir dann gemacht. Und es war auch am Anfang angekündigt als, wir haben keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Wir glauben, dass ungefähr das Richtige tut. Mittlerweile sind wir uns ein bisschen sicherer. Jetzt sind ja hier so ein paar Begriffe rumgeschwirrt. Micro-G und dann die CCTG. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, was ist denn dieses Micro-G-Projekt? Weil als ich mir CCTG installiert habe, musste ich nicht noch irgendein Micro-G extra installieren. Also was, vielleicht könnt ihr dazu noch was zu diesem Verhältnis sagen. Und die zweite Sache, die ich sehr, sehr interessant finde, ist auch, gab es dann auch einen Austausch zwischen den CWA-Leuten, also Corona-Warn-App, und euch? Oder gab es da irgendwie vielleicht sogar Interaktionen oder was weiß ich? Habt ihr mit denen geredet und es gab Code-Austausch oder was weiß ich? Irgend sowas in diese Richtung? Okay, dann erstmal zu Micro-G. Also dazu muss man vielleicht so als grobe Idee, wie die Google-Dienste funktionieren, diese Google Play-Dienste, ist halt in die Anwendung baut man so eine Komponente ein, die App, die das benutzen möchte, ja, baut man so eine Komponente ein und dann gibt es diese Google-Dienste, die im Hintergrund auf jedem Google Android-Gerät laufen und diese Komponente aus der App, die kommuniziert dann quasi mit diesem Hintergrunddienst, arbeitet da zusammen und macht halt Datenaustausch in beide Richtungen. Und was Micro-G halt ursprünglich die Idee mal war, ist diese hauptsächlich sich um diese Google-Dienste, die im Hintergrund laufen, dieses ist eine Systemkomponente im Prinzip, die quasi die frei zur Verfügung stellen, damit wenn Drittanbieteranwendungen wie zum Beispiel die Corona-Warn-App solche Google-Dienste benutzen wollen, das einfach funktioniert, ohne dass man die Anwendung noch in irgendeiner Form umentwickeln müsste, sondern es funktioniert einfach direkt auf Geräten, auch ohne dass Google da ist. Und was wir jetzt an dieser Stelle im Prinzip gemacht haben, ist, dass wir nicht nur eben diese Systemseite, betriebssystemseitige Komponente entwickelt haben, sondern auch die Komponente, die in die App hineingebaut wird. Und dann haben wir beide Komponenten genommen und direkt in die App getan, was so mit der Google-Variante auch eigentlich gar nicht geht. Also mit der Google-Variante könnte man das auch gar nicht tun. Aber dadurch, dass wir natürlich alles offen haben, können wir auch sagen, wir nehmen diese Komponente aus dem einen System raus und schieben sie in diese CCTG-App dann eben rein. Und so muss man dann halt auch nichts mehr von Micro-G installieren, sondern die notwendigen Komponenten sind alle direkt in der App mit eingebaut. Und das macht sie viel kompatibler als die Corona-Warn-App. Läuft auf jedem Android 5-Plus-System. Ja, genau. Also es ist auch interessant vielleicht an dieser Stelle, dass das System tatsächlich ab Android 5 funktioniert, während das offizielle System von Google erst ab Android 6 funktioniert. Da gab es zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht wirklich eine technische Begründung für, sondern nur, dass sie halt den Code, den sie dafür benutzt haben oder den sie da entwickelt haben, den haben sie halt von vornherein gesagt, den entwickeln wir für Android 6, weil Android 6, das sind 95, was weiß ich was, wie viel Prozent aller Geräte und der Rest interessiert uns nicht mehr. Und weil es aber technisch möglich war, das auch für Android 5 zu bauen, haben wir gesagt, machen wir es auch für Android 5, kriegen wir nochmal 2% mehr. Ich glaube, das wurde mittlerweile geändert, aber die Corona-Warn-App hat es nicht. Also das steckt da irgendwo im Limbo, dass mal jemand entscheiden müsste, dass das jetzt auch für Android 5 geht. Okay, zu der anderen Frage, der Austausch mit der Corona-Warn-App, mit den Corona-Warn-App-Entwicklern, der war tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich war super positiv überrascht, wie gut das Corona-Warn-App-Projekt organisiert ist. Und zwar gut organisiert im Sinne von, das ist ein tatsächliches Open-Source-Projekt. Das heißt, da können Community-Leute mitarbeiten, da können Leute Bug-Reports, Issues aufmachen, Fragen stellen. Und dann gibt es Community-Manager, die das beantworten und die das an die richtigen Entwickler dann die Fragen stellen. Und üblicherweise kriegt man tatsächlich innerhalb eines Tages eine Antwort auf seinen Bug oder auf ein Review von seinem Pull-Request oder was auch immer. Und tatsächlich hat hauptsächlich Finn dann aus unserem Team ganz, ganz viel mit denen zusammengearbeitet und unsere Änderungen, die wir quasi für uns brauchten, dann geupstreamt, also die in die Corona-Warn-App als Pull-Request gestellt und die wurden auch alle eigentlich gemerged. Manchmal hat es einen Monat oder so gedauert, weil der Entwicklungsprozess dann upstream relativ schnell ist und dann gab es da wieder Änderungen und dann hin und her, aber das ist besser als in den meisten kommerziellen
Projekten, die auch irgendwie Open Source sind. Hast du noch ein paar Beispiele vielleicht von Funktionen, die so genommen wurden oder die so upstream reinkamen? Genau, eine Sache hatten wir schon, die Android 5-Kompatibilität, die ist im Prinzip upstream jetzt komplett da, ist nur nicht aktiviert. Die sind quasi durch Finn dann Android 5 kompatibel, aber haben es nicht erlaubt, das auf Android 5 zu installieren, weil das dann viel mehr Tests braucht und Zertifizierung und wer weiß. Das andere Feature ist, es gab in der Corona-Warn-App die meiste Zeit bis vor 2 Versionen oder sowas nie eine, also eine Benachrichtigung, wenn das Android-Betriebssystem oder die wenn die Hardware darunter die Bluetooth-Technologie nicht konnte, die gebraucht wird, um das Kontaktverfolgungsprotokoll zu implementieren. Das wurde von Google irgendwie nicht vorgesehen und dann hat es auch niemand realisiert auf der anderen Seite. MicroG hatte das dann implementiert von Anfang an. Dann haben wir es nochmal in die App als Warnung eingebaut, weil das ein bisschen benutzerfreundlicher ist. Und dann hat Finn das quasi auch upstream eingebaut und dann irgendwie seit 2 Versionen ist es in der Corona-Warn-App. Und die sagt einem dann tatsächlich, wenn es eigentlich gar nicht funktioniert hat die letzten 6 Monate. Das heißt, also ihr habt nicht nur eine App entwickelt, die auf mehr Geräten potenziell funktioniert. Ihr habt mit euren Entwicklungen auch dazu beigetragen, dass die Corona-Warn-App, also dass das Originalprodukt, sage ich mal, besser wird und funktionaler, breiter wird. Wie viel Geld habt ihr von SAP dafür bekommen? Gar nichts, natürlich. Also natürlich muss man sagen, wir konnten das nur tun, weil das Produkt der Corona-Warn-App ziemlich guten technischen Unterbau ist und wir haben halt immer nur drauf gebaut, aber mit dem Geld abbekommen haben wir natürlich nichts und Marvin auch nicht. Und wie waren das von der sozusagen, jetzt könnte man sagen, okay, das ist halt selber zusammengebaut von der Zuverlässigkeit, also gab es da irgendwie, hattet ihr bestimmte Probleme, die jetzt die Google oder die vielleicht, also weiter tiefer vielleicht bei dem MicroG-Teil, gab es da Probleme bei eurer Implementation und bei Google lief es von Anfang an alles super? Oder was sozusagen, kann man da was dazu sagen? Weil das sind ja dann einfach, also ich meine, so ein Konzern wie Google codet wahrscheinlich anders als, als so passionierte Einzelakteure oder nicht? Also. Ja, also wir haben natürlich gerade am Anfang dann häufiger feststellen müssen, dass auf bestimmten Geräten irgendetwas nicht genauso funktioniert. So ist das dann auch aufgefallen tatsächlich mit dem Kompatibilitätsproblem, dass das Bluetooth-Protokoll auf manchen Geräten nicht ausreichend implementiert ist, um das korrekt überhaupt zu benutzen. Aber es sind auch andere, gerade im Energiesparbereich, wo ja das mit der App besonders problematisch ist, weil es muss ja die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Das heißt, wenn es irgendwelche Energiesparfunktionen gibt, neigen die dazu, eventuell da einzugreifen und zu Problemen zu machen. Und die sind halt auch zwischen den Herstellern oder zwischen den Geräten unterschiedlich. Und da hat natürlich Google prinzipiell wahrscheinlich etwas mehr testen können als wir. Einfach nur, weil sie vielleicht 1-2 mehr Geräte zur Verfügung haben. Aber da muss man aber auch feststellen, dass zumindest bei der Corona-Warn-App ja auch am Anfang, ganz in der ursprünglichen Version, gab es auch solche Probleme oder mit den Diensten von Google, dass auf bestimmten Geräten durch die Energiesparfunktion es Probleme gab, dass zum Beispiel kein Abgleich der neuen infizierten Schlüssel stattgefunden hat. Und das ist halt ja im Prinzip eines der wichtigsten Funktionen, dass man schnell benachrichtigt werden muss, diese infizierten Schlüssel heruntergeladen werden. Und wenn man dafür regelmäßig die App öffnen muss, dann ist das natürlich irgendwie Käse. Aber ja, also die Probleme gab es vorher bei Google genauso. Die haben natürlich mehr testen können, die haben mehr Feedback natürlich, die kriegen mehr Input, die haben die Daten, die können mit dem Hersteller schnell nochmal reden, wenn unklar ist, warum da jetzt irgendwie eine Energiesparfunktion gegriffen hat. Das können wir natürlich in der Form so überhaupt nicht. Und irgendwann gab es auch tatsächlich mal ein Update von den Play Services, wo es dann 1 oder 2 Tage nicht mehr ging, das Aktualisieren der Schlüssel, wovon wir nicht betroffen waren. Dann würde ich hier zu einer letzten, vielleicht einer ganz kurzen Runde, so ein bisschen in die Zukunft guckend, euch nochmal fragen, haben wir jetzt was draus gelernt? Wird das nächste Produkt, das von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wird, total toll, Open Source und mit super duper Community Management? Und wenn nicht, was muss sich denn ändern, damit wir da irgendwann mal hinkommen?
Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt der Anstoß von einer komplett neuen Idee in politischen Kreisen ist. Es gab natürlich bei der Corona-Warn-App ja im Vorlauf sehr viel Diskussion dazu. Also reden wir schon von fast Monaten, die diskutiert wurde, machen wir zentral, machen wir dezentral, wie machen wir es genau, müssen wir alles Open Source machen. Gab es ja auch die 10 Punkte, die auch vom CCC auch im Voraus, also da wurde sehr, sehr viel im Voraus diskutiert. Und bei allen anderen Digitalprojekten, die jetzt irgendwie auch sowohl mit Corona, aber auch ohne Corona, die irgendwie ich danach so gesehen habe, gab es diese Diskussionen, diese großen Diskussionen nicht unbedingt in der Form. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie eben nicht in dieser Form zu einem echten Open-Source-Projekt wurden, würde ich zumindest mal sagen. Und ich würde auch nicht erwarten, dass das in Zukunft anders wird. Also es gab ja das CovPass-Projekt dann noch, den digitalen Impfnachweis. Und also das Gute ist, es ist tatsächlich eine Open-Source-App. Das Schlechte ist, dass überhaupt kein Fokus darauf gelegt wurde. Es ist kein Open-Source-Projekt. Es ist einfach eine App, wo danach auch der Quelltext veröffentlicht wurde. Das wurde auch irgendwie eine Woche, nachdem die App eigentlich live ging, veröffentlicht. Das ist nicht... Also das Corona-Warn-App-Projekt ist tatsächlich... Das kann man, finde ich, gar nicht genug betonen. Es ist ein echtes Open-Source-Projekt von der Bundesregierung, wo man als Enthusiast sich jetzt irgendwie hinsetzen kann und Features zu beitragen kann. Nicht unbedingt einfach, aber es geht. Das heißt, der Rainer, du möchtest noch was sagen. Genau, von wegen letzte noch die Runde. Was ich tatsächlich auch sehr spannend fand, also das begrüßend, mittlerweile haben, glaube ich, sehr viel mehr Menschen und EntscheiderInnen verstanden und kennen den Begriff Open Source und Datenschutzfolgenabschätzung. Und an dem Beispiel, was jetzt zuletzt gesagt worden ist, ich glaube, der erste Schritt ist jetzt, die Begriffe zu kennen. Und der nächste Schritt ist zu verstehen, dass Open Source heißt, man macht auch ein Open Source und Community Management. Und in Bezug auf Datenschutzfolgenabschätzung heißt es, man muss sich mal ein bisschen mit Datenschutztheorie beschäftigen. Also sozusagen der erste Schritt ist eben noch nicht die ganze Treppe. Aber ohne den ersten geht es halt auch nicht. So sehe ich das, glaube ich, ein bisschen so. Man darf jetzt nicht gleich wieder traurig sein, weil es dann doch nicht so toll ist, aber bis so ein Riesentanker wie irgendwie eine Gesellschaft sich in so eine Richtung bewegt, da muss man eine Weile kurbeln und eine Weile warten und eine Weile fahren und zwischendurch mal tanken, natürlich mit erneuerbaren Energien. Genau, das heißt, die gute Nachricht ist, es hat einmal funktioniert, der Druck hat sich tatsächlich ausgezahlt. Die vielleicht nicht ganz so gute Nachricht ist, wir müssen den Druck aufrechterhalten und dazu zählen wir alle, die wir hier sitzen, auf euch im Internet und auch auf euch natürlich hier im Raum. Und damit bedanke ich mich bei euch für die Diskussion, für die Einblicke in eure Arbeit und ja, lasst uns weiter den Druck da ansetzen, wo er gebraucht wird. Ja, also im Internet, auf Twitter, gab es keine Fragen. Ich würde sagen, der Vortrag war rund. Die Diskussionsrunde, vielen, vielen Dank euch fürs Kommen und fürs Dasein und fürs Machen und auch für die coole Arbeit, die ihr leistet natürlich. Dann nächste Sache ankündigen, und zwar Gefangen im Netz.